Guten Tag, liebe Modellbahnfreunde. Thema heute ist ein Modell in der Baugröße halb Null von der Firma Pico. Pico hat in seiner Expertreihe die V60 oder wie sie später hieß, die Baureihe 106 in zwei Varianten nachgestaltet. Sie sehen hier die V60-10 bereits aufgerüstet und vervollständigt, noch in der Verpackung die Baureihe V60-12, die wir dann gleich aus der Verpackung herausnehmen werden. Die V60-10 befindet sich, genau wie die V60-12, in einer formgleichen Blisterpackung in der bekannten Expertverpackung in Grau und Hellblau. Man zieht die Lasche auf, klappt die beiden Zungen nach unten und kann dann anschließend die Verpackung herausziehen. Einfach nur den Deckel abheben und die Lok liegt zunächst frei. Die Folie, in der die Lok liegt, hilft, die Lok vorsichtig herauszunehmen. Und so haben wir die Lok dann der Verpackung entnommen. Ich habe beide Modelle hier einmal aufgegleist. Wir sehen hier hellgelb die Baureihe V60-10. Diese Baureihe ist Ende 1959 das erste Mal als Prototyp vorgestellt worden. Sie wurde hergestellt im Lokomotivbau Karl Marx in Babelsberg. Sie wurde ab 1961 in Serie gefertigt, bis etwa 1964. Da die Fertigung noch nicht in allen Details überzeugte, wurde sie noch einmal konstruktiv überarbeitet. Aus ihr wurde die V60-12. Der Unterschied zwischen beiden ist äußerlich vor allem das Führerhaus, das bei der V60-10 deutlich schmaler war als bei der V60-12. Wir sehen, dass hier nur Regen- und Sonnenschutzblenden direkt über den Seitenfenstern installiert waren, während die V60-12 bereits über ein relativ großes Dach verfügte, das auch über den Frontfenstern vorn und hinten vor Regen und Sonne schützte. Hier haben wir noch die Schuten. Wie gesagt, beide Lokomotiven haben sich sehr gut bewährt. Beide Lokomotiven sind in über 1000 Stück hergestellt worden und waren noch bis zu Beginn der 90er Jahre im Einsatz. Um die Konstruktion des Pico-Modells vorzustellen, habe ich einmal das Modell einer V60-12 demontiert. Jeder Packung ist eine ausführliche Bedienungsanleitung beigelegt, aus der genau hervorgeht, wie die Modelle konstruktiv aufgebaut sind. Jeder Packung liegt ferner ein kleines Tütchen bei. Darin sind Zurüstteile wie Griffstangen und Kupplungen enthalten. Wir sehen hier das Gehäuse der V60-12. Und ein Formteil aus Zinkal. Ich habe dieses Formteil bereits von der Lokomotivkonstruktion abgehoben. Wir sehen hier den Motor des Modells mit einer sehr üppigen Schwungmasse, der eine gute Qualität bei den Langsamfahreigenschaften sichert. Und wir sehen ferner den Elektronikteil dieses Modells, in dem sich auch eine achtpolige Schnittstelle befindet. Wir werden jetzt den Geschwindigkeitstest durchführen, das heißt, wir werden testen, bei welcher Spannung die Lokomotive mit welcher Geschwindigkeit fährt. Das Modell läuft bereits bei einer sehr, sehr geringen Spannung an und erreicht bei etwa 3 Volt eine Geschwindigkeit von 17 Stundenkilometern. Wenn wir die Spannung auf etwa 7 Volt als mittleren Wert erhöhen,
läuft die Lok bei einem insgesamt sehr ausgeglichenen Fahrverhalten mit etwa 60 Stundenkilometern. Das entspricht auch fast der Höchstgeschwindigkeit der Lok. Wir werden jetzt auf 15 Volt erhöhen. Da erreicht das Modell eine Geschwindigkeit von 142 Stundenkilometern. Das ist natürlich viel zu viel. Die guten ausgeglichenen Laufeigenschaften um die 7 Volt berechtigen aber dazu zu sagen, runterregeln kann man immer. Als nächstes dann der Zugkrafttest. Die Modelle der Baureihe V60 respektive 106 sind auf einer Achse mit zwei Haftreifen belegt. Sie haben ein sehr hohes Eigengewicht und entsprechend ihrem Vorbild als Rangierlok wahrscheinlich eine sehr hohe Zugkraft. Wir beginnen unseren Test dennoch mit einer Gewichtsbelastung von 20 Gramm, die ich jetzt mal anhänge. Abfahrt. Und wie erwartet sehen wir, dass das Modell 20 Gramm völlig problemlos bewegt. Im Schritt 2 unseres Tests sind wir mutig und werden die Lok einmal mit einem Gewicht von 50 Gramm belasten. Wir sehen, auch die 50 Gramm bewältigt das Modell ohne Anstrengung, ohne Durchdehnen der Räder, völlig problemlos. Nun ein spannender Moment. Wir erhöhen das Zuggewicht für das Modell der Baureihe V60 respektive 106 auf sage und schreibe 100 Gramm. Selbst die 100 Gramm bewältigt das Pico-Modell ohne Zögern, ohne Probleme. Das sind 120 Gramm. Ich bin gespannt, ob unsere kleine Orange-Lok auch dieses Gewicht bewältigt. Auch dieses Gewicht zieht die 106 ohne zu zucken über das Gleis. Wir wagen es und erhöhen das Gewicht, das die kleine Lok im Test ziehen soll, auf 130 Gramm. Ich bin gespannt. Auch 130 Gramm zieht die Baureihe 106. Es sieht aber so aus, als wenn wir uns der Grenze nähern. Wir wollen die Lok nicht quälen, aber da sie 130 noch bewältigt hat, werden wir versuchen, ob sie auch die 140 Gramm Marke noch schafft. Bei 140 Gramm beginnt das Fahrwerk der Lok leicht zu schleudern. Das heißt, hier ist die Grenze des Zuggewichts erreicht. Wie zu sehen war, sind bei 140 Gramm Gewicht am Testseil des kleinen Modells die Grenzen der Baureihe 106 erreicht. Das heißt, 140 Gramm und die Lok beginnt das erste Mal leicht zu schleudern. Hier ist ihre Grenze erreicht. Mir sind wenige Modelle mit einer derartigen Leistungsfähigkeit bekannt. Die Baureihe 106 gehört zweifellos dazu. Die Lokomotiven der Baureihe V6010 und V6012 waren vor allem im schweren Rangierdienst auf großen Rangierbahnhöfen im Einsatz. Sie wurden daneben aber auch bei Nahgüterzügen eingesetzt und konnten auf den Unterwegsbahnhöfen das Rangiergeschäft erledigen. Einen solchen Nahgüterzug der Strecke Gräfenroda-Frankenhain haben wir einmal nachgestellt und sehen in der ersten Szene die Ankunft dieses Kohlezuges im Bahnhof Gräfenroda-Ort.
In unserer letzten Szene mit dem Modell der Baureihe 106 zeigen wir den Einsatz dieser Lokomotive vor einem Personenzug. Das war zwar selten der Fall, wurde aber immer wieder dann gemacht, wenn der Ausfall anderer Lokomotiven zu dieser Lösung zwang. Wir sehen also jetzt, wie die Lokomotive der Baureihe 106 mit einem kurzen Personenzug in den Nebenbahn-Endbahnhof Alt-Warnow in Mecklenburg-Vorpommern einfährt. Der in Alt-Warnow eingefahrene Zug könnte um etwa 1970 so zusammengestellt gewesen sein. Er besteht aus der Lokomotive 106073-0, aus einem Packwagen, Neubau aus den 50er Jahren, auch bekannt als Brotbüchse wegen der charakteristischen Kanzel, sowie aus zwei rekonstruierten Reisezugwagen, die aus alten preußischen 3- bzw. 2-Achsern umgebaut worden sind. Bei allen vier Modellen handelt es sich um Pico-Modelle.